und jetzt haben wir die S3-Version hier am Start. Ja, immer besser, immer besser, immer besser. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem etwas kälteren Video, weil wir haben heute das erste Schneevideo. Ne? Es ist die Zeit des Jahres, Cold World, wie man so schön sagt bei uns. Das macht es ein bisschen ungemütlicher für euch Videos zu machen, aber trotzdem ziehen wir das durch und ich glaube, haben wir heute wieder was sehr, sehr Schönes. Denn wir haben ein Auto und er steht hier. Wir haben den nagelneuen Audi S3. Jetzt weiß ich natürlich, dass wir in letzter Zeit super viel 800 PS, 900 PS, 700 PS und so weiter hatten und immer so ganz, ganz extreme, aber es gibt natürlich auch einige coole, kleinere Fahrzeuge, die wir nach wie vor machen wollen und wenn der jetzt schon mal hier so auf dem Hof steht, dann ist es natürlich perfekt, weil der Audi A3 an sich natürlich ein Auto ist, wo man wirklich sagen muss, das ist ein, nach wie vor ein absolutes Highlight und jetzt haben wir die S3-Version hier am Start und die ist auch noch nicht ganz komplett Serie. Ne? Wir haben ja was gemacht, gehe ich gleich drauf ein, aber vorher glaube ich können wir uns mal den gemeinsam anschauen, denn ich bin auch im normalen A3 der neuen Generation noch gar nicht drin gehockt. Also wir erleben das jetzt hier gemeinsam das erste Mal und ich muss ehrlich sagen, ich finde den neuen S3 natürlich sehr, sehr schön und sehr gelungen. Warum ist das so? Weil er für einen S3 meiner Meinung nach an der Front schon sehr, sehr frech aussieht. Ne? Er ist ein bisschen breiter natürlich wie der A3, aber gerade durch die großen Lufteinlässe, die wir links und rechts am Start haben, und auch sonst durch den Grill und die Motorhaube, die eckigen Lichter, wirkt er schon sehr, sehr frech. Natürlich jetzt auch nicht zu übertrieben, weil man muss ja noch ein bisschen Luft nach oben lassen, wenn dann der RS3 kommt. Aber ich muss wirklich sagen, für einen S ist das sehr, sehr cool geworden und macht wirklich was her. Schauen wir mal ein bisschen weiter, gehen wir mal an die Seite. Ihr seht es, wir haben jetzt natürlich Winterreifen drauf, 19 Zoll Felgen von uns und er ist für meinen Geschmack auch ein bisschen zu hoch. Ne? Also am Fahrwerk ist nichts verändert. Der dürfte ein bisschen tiefer sein, muss ich an der Stelle sagen. Aber gut. Wie ihr seht, es ist ein Fünftürer. Gibt es jetzt nicht mehr als Dreitürer, finde ich ehrlich gesagt, macht Sinn. Ich war noch nie so der richtige Fan vom Dreitürer. Jetzt hat man hier also einen Fünftürer Sportback am Start. Gibt es natürlich auch noch als Limousine. Aber wir haben die Version jetzt heute hier zur Verfügung. Und dann gehen wir mal ein Stückchen weiter zum Heck. Und am Heck, finde ich, ist es nicht ganz so frech wie an der Front. Also da wirkt er ein bisschen braver fast. Aber was ich natürlich sehr, sehr gut finde, dass wir hier einen Diffusor haben. Das ist für mich immer etwas, was ich sehr mag. Eine 4-Rohr-Abgasanlage aus Chrom ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ich finde immer schwarz persönlich besser, aber das ist ja am Ende des Tages eine Geschmackssache. Ne? Weil wir jetzt gerade hier stehen und ich es gerade sehe, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wenn wir hier hingehen, kann man hier ein bisschen reinspitzeln. Da steht dann, was ist ungefähr gefühlt dreimal so groß wie der S3. Da steht unser Extreme E-Auto drin. Sieht man das ein bisschen? Ganz leicht vielleicht, oder? Ja, ein bisschen drin. Tut auch nichts zur Sache, aber es ist mächtig, wie der da so durchschaut. Ne? Dann würde ich sagen, gucken wir auch mal noch ein bisschen in den Innenraum. Können wir gleich von innen noch mal anschauen. Aber was mir aufgefallen ist, der hat hier Alcantara und zwar nicht nur vorne, sondern der hat das auch hinten drin. Und das ist schon sehr, sehr edel. Ne? Also Interieur, meiner Meinung nach wie vor Audi-Land, gerade in dieser Klasse sehr, sehr, sehr schön geworden. Und wenn wir uns jetzt gleich mal reinsetzen, dann zeige ich euch mal noch den Rest, weil das lohnt sich wirklich. Aber ich glaube, bevor wir das machen, zeigen wir euch jetzt mal noch ein paar richtig schöne Bilder. Es hat wild geschneit, es ist sehr viel Schnee und es ist ein schöner schwarzer S3, deswegen ballern wir jetzt für euch die Bilder rein. Last out till I passed out, I pushed them all away so I'm alone. Yeah, another shot, I mean another glass, I mean another bottle, it's on. Yeah, not sure what's in that edible, but it's incredible and I'm gone. Yeah, yeah, I'm trying hard not to feel, I cannot drive a whole guy got the wheel. Don't tell me I'm wrong if I think that I'm right, if I think that I'm right, I'm gonna die on that hill. I'm feeling different, my vibe is the same, I'm feeling different, my drive is the same. I'm gaining weight and I'm standing up late, they say sleep when you dare, but my eyes are in. So, bevor wir losfahren, ein kleiner Soundcheck muss, glaube ich, drin sein. Ich erwarte jetzt mal nicht zu viel in OPF-Zeiten, aber gehört dazu. Ja, wir machen ihn mal kurz an. Ist da was passiert? Ja,
das ist also, das ist Pusteblume, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt gerade hier die Serienabgasanlage. Wir sind gerade noch dran, eine eigene Abgasanlage zu entwickeln. Die kommt ja, zeitnah, hoffe ich. Schauen wir mal, vielleicht ist beim Fahren besser. Kann man sich mal anschauen. Jetzt würde ich sagen, steigen wir mal kurz ein. So, kalt ist es. Da kommt richtig, da dampft der richtig. Ja, also ich muss wirklich sagen, wenn man hier reinkommt, Leute, das ist ein Innenraum, den finde ich echt gelungen. Der ist wirklich, wirklich schön geworden. Ich meine, angefangen damit, dass man hier natürlich sehr geil drin sitzt, mit diesen Alcantara-Sitzen und dem Sportsitz, den man hier hat, schön mit Leder alles. Aber auch sonst wirkt das Ganze hier, wenn ich mal hier draufklicke, dass man was angeht hier, dann wirkt das alles super mega aufgeräumt. Ne? Also wir haben zwei Displays, ein paar Knöpfe auch noch, was ich gut finde. Ne? Also dieses ganz von Knöpfen weggehen lässt man hier. Die Sitzheizung, die ist schon auf maximale Attacke. Da wird jetzt gleich der Arsch richtig schön warm werden auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Aber das macht halt wirklich was her. Ne? Es ist sehr, sehr aufgeräumt. Das ist ganz süß, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das ist quasi der Hebel, um in Rückwärtsgang neutral oder halt D zu gehen. P macht man dann hier, sehe ich gerade. Ne? Also drückt man hier diesen Knopf, um in P zu gehen. Und das hier ist... Ach, mal hier ist es hier. Aber da muss nur ein bisschen hier Wannabe DJ machen und dann geht es lauter und leiser. Aber das schaut sehr, sehr gut aus. Und ein Element, was mir halt sehr gut gefällt, sind auch die Luftauslässe, die ja eigentlich, meine ich zu behaupten, von Lamborghini kommen. In dieser Form, aber das wirkt sehr, sehr cool, sehr sportlich und trotzdem elegant. Ne? Auch die Türgriffe, das ist mir vorhin auch gleich beim Einsteigen aufgefallen, die haben auch eine sehr coole Form irgendwie. Ne? Also das ist halt mehr Style als Funktion an der Stelle. Finde ich aber insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Und du kommst hier rein und du fühlst einfach, dass es hochwertig ist. Panoramadach haben wir auch noch, da können wir einmal richtig schön auf den grauen, trüben Himmel hochgucken. Machen wir lieber zu den Laden hier. Also alles in einem, Leute. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, jetzt schneiden wir uns mal an und dann fahren wir mal los. Alright, dann drücken wir ja mal ein bisschen durch. 150, 160, 200. Also, das ging aber fax. Also für so einen kleinen Racker. Erster Durchzug schon mal gut. Jetzt müssen wir mal zu dem kommen, was hier unter der Haube ist, Leute. Wir haben einen 4-Zylinder, 2-Liter Turbo. Wie beim Vorgänger auch. Beim Vorgänger war es ja nur so, da gab es zwei Varianten. Da gab es einmal die ohne OPF mit 310 PS und dann kam der OPF und dann haben die Dinger an Leistung verloren und dann waren es nur noch 300. Der hier hat jetzt natürlich auch den OPF drin, aber ist jetzt wieder bei den 310. Also man sagt sozusagen, er hat 10 PS mehr wie sein Vorgänger. Das Drehmoment ist bei 400 Newtonmetern und hier an diesem jetzt ist aber schon die Leistungssteigerung von uns drin. Das heißt, der hier hat schon mehr. Der hat jetzt 370 PS und 450 Newtonmeter. Wir haben auch ein Zeitenmessgerät dabei. Das checken wir gleich mal. Können wir mal eine kleine Beschleunigung machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so vom ersten Reintreten, dafür, dass ich jetzt auch wirklich schon länger, das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber schon länger auch nicht mehr ein Fahrzeug in dieser Kategorie gefahren bin, hat der wirklich einen sehr, sehr schönen Durchzug. Auch die Klangkulisse ist hier drin deutlich besser, wird natürlich auch ein bisschen nachgeholfen, muss man fairerweise sagen, aber hier drin hat man einen, also nimmt man ihn viel, viel sportlicher wahr, wie wenn man da jetzt irgendwie, ja, wie wenn man da vorne, wie vorhin von außen da drauf guckt. Man hat natürlich bei dem Auto ganz normal die Dämpfereinstellungen. Das heißt, du kannst natürlich auch wieder auf Komfort, Dynamik, ne? Also die Einstellungen, die man so ein bisschen kennt, das hast du hier drin. Da kannst du alles selber einstellen. Ist schon ganz schön rutschig hier auf der Fahrbahn, muss man sagen. Ne? Es liegt ja auch Schnee drauf. Es hat auch minus 1 Grad. Ne? Aber ich muss dazu sagen, es ist jetzt halt Jahreszeit, da haben wir nicht immer die besten Bedingungen. Das können wir uns ja nicht immer aussuchen im Allgäu. Aber es ist andererseits natürlich auch Audi-Time. Das muss man ganz klar sagen. Mit so einem Auto hast du bei diesen Bedingungen, bei Schnee, bei schlechtem Wetter, du hast einfach Spaß. Ne? Da braucht mir keiner mit irgendeinem Heckantrieb-Quatsch kommen. Es macht einfach keinen Spaß. Ne? Und im Winter mit so einem Auto fühlst dich halt safe, es beschleunigt gut, du hast irgendwie immer das Gefühl, du kannst ihn abfangen. Also, da
das ist halt schon ein sehr, sehr schönes Fahrgefühl. Und jetzt hier drin auch so der erste Eindruck, ne, was man so vermittelt kriegt übers Lenkrad, wenn man sich so ein bisschen reinfühlt, wie fühlt sich das Auto an, finde ich, jetzt kommt der LKW, muss ich kurz anhalten, finde ich sehr angenehm. Also sehr, vermittelt sehr viel Sportlichkeit schon für einen S, ohne dass es jetzt so übertrieben sportlich ist. Ne? Also klar, das ist ein Auto, das gibt ja auch maximalen Komfort, aber ich sage euch ganz ehrlich, die Direktheit der Lenkung finde ich erstaunlich gut. Jetzt haben wir hier eh gleich eine nette kleine Strecke, wo wir uns ein bisschen, ja, ein bisschen austoben können. Ne? Ich muss wirklich sagen, so gerade so die Klassiker an Fahrzeugreihen kann man natürlich auch schnell mal versauen, weil eine hohe Erwartungshaltung da ist, weil jeder so ein gewisses, ja, so gewisse Dinge auch gewöhnt ist. Aber hier hat man, ohne irgendwie jetzt was Verrücktes zu machen, einfach wieder einen sehr, sehr schönen S3 gebaut, der einfach mit der Zeit geht, der innen ganz geil ausschaut und der sich schön fährt. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Haben sie gut gemacht, aber Audi ist ein schönes Fahrzeug, gefällt mir sehr, sehr gut. So, also du musst jetzt auf jeden Fall mal bitte rausgehen, weil wir müssen Ballast abwerfen. Ich stehe schon draußen. Wir brauchen also die gesamte Performance hier. Wir machen jetzt einfach mal einen, Leute, ich weiß nicht, wie die Traktion ist. Es ist nass, es sind Kackbedingungen, aber ja, schauen wir uns einfach mal, oder? Lass uns mal überraschen. Du filmst mal von außen, haben wir ein bisschen Sound noch. Jo. Ziehen wir uns mal rein. Ja. Tschüss. So, dann gucken wir uns das jetzt hier mal an, Leute. Ne? Also, selbes Spiel wie immer. Wir gehen in S. Wir machen, ich glaube, wir müssen auf Sport gehen, oder? ESC Sport. Ganz aus. Macht wahrscheinlich wenig Sinn jetzt bei diesen Bedingungen. Deswegen lassen wir das mal so. Hier unser Gerät. Starten wir mal. 3, 2, 1. Adrian ist ready. Ich bin ready. Wir gucken einfach mal, wie es sich so anfühlt, oder? Relativ. Einmal hat er kurz weggezuckelt. Einmal ganz, ganz kurz hat man gemerkt, wie er das Gas wegnimmt. Der Anfang war richtig gut. Das erste Losfahren, würde ich sagen, war fast wie im Trockenen. Erstaunlich, erstaunlich gut. Sehr, sehr gute Traktion. Wir haben eine 4,54 auf der Uhr. Ich glaube sogar, Serie ist angegeben mit 4,8 aktuell. Also es ist 3/10 schneller, obwohl es wirklich, und man hat sehr, sehr stark gemerkt, so bei 40 km/h, wurde es irgendwie noch mal rutschig, da hat er ein bisschen Gas weggenommen. Also ich glaube, das geht noch besser. Vielleicht machen wir noch mal einen. Und wie war's? Es war gar nicht schlecht. Ich muss hier kurz das Gerät wieder machen. Das ist jetzt zum dritten Mal, bin ich runtergefallen. Weil du zu schnell warst. Weil ich einfach zu schnell war. Es war gar nicht so schlecht. Also es war 4,5. Das ist 0,3 schneller wie das, was Serie angegeben ist. Das erste Losfahren war geil. Aber da ungefähr so auf Höhe Leitplanke, da war wie so eine rutschige Stelle und da hat er das Gas weggenommen. Also ich glaube, dass es schneller geht, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich sagen, ich probiere es noch einmal. Ja, auf, okay. Einfach nochmal mitnehmen, bevor das wieder runterfällt. Okay, Leute, Versuch Nummer 2. Wir probieren es nochmal. Ja, der war besser, der war besser, der war besser. Ah, yes! Der war eindeutig besser. Der war eindeutig besser, hat man richtig gespürt. Du hast richtig gespürt, dass diesmal er nicht den Schlupf geregelt hat. Und das hat uns mal nochmal 0,278 Sekunden hier an der Stelle gebracht. 4,2, das ist 0,6 schneller wie von Serie angegeben. Und das auf echt schlechten Bedingungen eigentlich hin. Ne? Also damit würde ich sagen, damit können wir leben. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das fühlt sich doch sehr, sehr gut an. So, mein Lieber, es ist kalt draußen. Ja. Hier, schau halt mal drauf, bevor es weg ist. Hey, also. Was? Ist doch gut. Das ist richtig gut. Das ist saugut. Ja, das ist wirklich saugut. Ich war euch gerade so überrascht. Ja, 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 verarscht mich jetzt? Oder? Nein, Mann, das war wirklich so. Schauen wir einmal noch mal ein bisschen auf den Topspeed. Geht ja natürlich jetzt leicht bergauf, oder ich bin relativ stark bergauf, ne? Aber du bist halt mal ganz, ganz easy locker. 240, 250. Das ist ja auch richtig laut jetzt, ne? Ist laut irgendwie, ne? Ja. Also lauter als gedacht zumindest. So,
Genau, jetzt sind wir mal ein bisschen auf der Ebene. Der ist abgewickelt. Ja, ist Feierabend. Also 2,66 laut Tacho, sprich 2,50 ist der schon abgeriegelt, da ist schon Feierabend. Aber ich muss sagen, bis dahin ist ein sehr, sehr guter Durchzug. Ja? Sehr, also ohne dass du das Gefühl hast, geht immer eine Luft aus oder so, das ist echt kontinuierlich nach oben. Ja, das ist echt gut, also muss man echt sagen. Auch das Ansprechverhalten vom Gas finde ich gut. Und auch Getriebe und Schalten und alles. Also ohne Witz, da kriegst du ein geiles Auto mit echt ordentlich Leistung, schaut super aus, hast einigermaßen noch Platz für alles. Kommst noch bei uns vorbei und holst dir nochmal eine schöne Leistungssteigerung mit oben drauf und dann noch eine Abgasanlage, wenn sie denn mal da ist. Also echt gut, hat sehr, sehr gut funktioniert. Nur noch 100 war trotz der Bedingungen stabil, Auto gefällt mir. Ich muss sagen, alles in einem bin ich da sehr angetan. Ne? Macht Spaß, bin mal gespannt, dass ihr auch zum S3 sagt oder zur neuen Generation A3. Ne? Das ist am Ende immer ein bisschen Geschmackssache. Zum Beispiel Adrian hat gerade noch gesagt, ihm ist er ein bisschen zu spitz vorne. Ne? So, ja. Dass er so, ja. Er wirkt natürlich sehr flach vorne aufgrund der Art und Weise, wie die Haube jetzt ist und so. Und die Grille wirkt ein bisschen, ja, wie du sagst, ein bisschen spitzer. Aber das ist alles Geschmackssache. Ist Geschmackssache, Leute. Auf jeden Fall. Lasst es uns gerne wissen. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ach, und an der Stelle ist auch noch gesagt, Adrian ist nicht mein Bruder, falls wieder jemand fragt jetzt hier in diesem Video. Was erzählst du da natürlich? Erzähl ich Mama. Leute, macht's gut. Würde uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und abonniert gerne. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.